Moin Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man am Titelbild schon gesehen hat, geht es heute um die Lebensgeschichte von Ahornschatten. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange, sondern fangen nach dem Intro direkt an. In Ahornschattens Vergeltung ist Ahornschatten eine Donnerclan-Kriegerin und bringt mit Apfelnacht Lerchenjunges, Fleckenjunges und Blütenjunges zur Welt. Sie ist entschlossen, dass ihre Jungen die beiden Clans, also den Flussclan und den Donnerclan, wieder vereinen werden. Die Spannungen sind jedoch hoch, da Apfelnacht Birkengesicht, also Eichensterns Sohn, und Blumenpfote im Kampf tötet. Tupfenwunsch geht davon aus, dass Ahornschattens Junge die ihres verstorbenen Bruders Birkengesicht sind. Und der Clan ist verwirrt, als Ahornschattens Jungen die Fähigkeiten von Birkengesicht nicht darstellen. Rabenschwinge entdeckt die Wahrheit und sagt es dem ganzen Clan trotz Ahornschattens Bitten. Sie und ihre Jungen werden ins Exil geschickt und während sie versuchen zum Flussclan zu fliehen, ertrinken die Jungen. Apfelnacht bestreitet Gefühle für Ahornschatten zu haben und Dunkelstern lässt Ahornschatten verbannen. Sie rächt sich an denen, die ihr Unrecht getan haben und ermordet Rabenschwinge am Mondstein. Der Donnerclan bleibt ohne Heilerkatze. Später lockt sie Tupfenwunsch zu den Schlangenfelsen, um sie von einer Schlange beißen zu lassen und tötet versehentlich Apfelnacht, während sie versucht Schilfglanz und ihre ungeborenen Jungen zu töten, aber sein Lehrling Barschwote verwundet sie tödlich. Schilfglanz zischt ihr ins Ohr, dass Apfelnachts Blutlinie durch ihre Jungen weiterleben wird. Und nachdem sie zu Milos Scheune gereist ist, stirbt sie und landet im dunklen Wald, um ihre Rache zu suchen. In Gänsefeders Fluch fragt Ahornschatten Gänsefote, ob sie bereits vergessen wurde. Sie bringt Gänsefeder ein paar Kampfbewegungen bei und besteht darauf, dass er für sich selbst sorgen muss. In einer Vision sieht Gänsefeder, wie Ahornschatten Tupfenwunsch verlässt, um zu sterben. Gänsefeder konfrontiert sie, warum sie ihm geholfen hat. Sie erklärt, dass sie sich am Donnerclan rächen will und dass Gänsefeder bereits zum Scheitern verurteilt ist. In Streifensterns Bestimmung erscheint Ahornschatten in Streifensterns Träumen, nachdem er vom Flussclan weggelaufen ist und ihn aufgefordert hat, zurückzukehren. Sie lässt ihm versprechen, seinem Clan über alles treu zu bleiben. Sie überredet ihn, seine Mutter Regenblüte zu verlassen, um seine Clanmitglieder vor einem Hund zu retten, und bricht einem Eichhörnchen den Kiefer, um ein Omen vorzutäuschen, das Schiefmaul als Stellvertreter signalisiert. Als Schiefmaul entdeckt, dass Ahornschatten tatsächlich aus dem dunklen Wald stammt, versucht er, die Verbindung zu ihr zu lösen. Nach der neuen Lebenszeremonie von Streifenstern ruft Ahornschatten aus, dass sie gewonnen haben. Streifenstern macht sie für den Tod von Weidenbrise und zwei ihrer Jungen verantwortlich und Ahornschatten enthüllt ihre Vergangenheit, wie sie ihre Jungen und ihren Partner verloren hat, bevor sie ins Exil geschickt wurde. Sie schwor Rache an der Blutlinie ihres Gefährten, einschließlich Streifenstern. Später teilt Ahornschatten Streifenstern mit, dass seine Bestrafung nach Silberfluss Tod abgeschlossen ist, aber Streifenstern besteht darauf, dass sie verloren hat und seine Verwandten im Sternclan auf ihn warten. In Tigerkralls Zorn verspottet Ahornschatten Tigerkralle, weil er gegen ein Hauskätzchen verloren hat, nachdem er Blaustern nicht getötet hat. Sie flüstert ihm Zweifel über seine Führungsqualitäten in den Kopf und fordert ihn auf, klarzumachen, dass er das Sagen hat. Sie bringt ihn in den dunklen Wald und zeigt, dass sie ihn sein ganzes Leben lang beobachtet hat. Ahornschatten ermutigt ihn, sich als rechtmäßiger Anführer des Schattenclans zu erheben, warnt ihn jedoch, geduldig zu sein. In Die letzte Hoffnung ist Ahornschatten eines der ältesten Mitglieder des Waldes der Finsternis und einige der hochrangigen Mitglieder respektieren ihr Wort. Sie bezweifelt zunächst Efeusees Loyalität gegenüber ihrer Sache, vertraut ihr jedoch zunehmend. Ahornschatten ist immer noch entschlossen, Punkte aus ihrer Vergangenheit gegen die Clans zu sammeln und schlägt vor, Junge im letzten Kampf zu töten. Während der großen Schlacht greift Ahornschatten Sandsturm an. Sie ist eifersüchtig auf alles, was Sandsturm hat. Sie versucht, sie zu töten, Tüffelblatt hält sie jedoch auf und Ahornschatten tötet sie. Als Feuerstern trauert, jagt Sandsturm Ahornschatten weg und die Katze aus dem finsteren Wald verschwindet aus dem Kampf. So Leute, das war die Lebensgeschichte von Ahornschatten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.